Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Was macht die Maus? Da. Es geht da rein. Was auch immer uns dahinter erwartet. Ach du Schande. Ach du Schande. Ach was. Das ist doch... Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Bleib, wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Poison Ivy. Cool. Wie gesagt, durchlesen könnt ihr selber. Für das bin ich nicht da. Genau. Ach, Schande. Immer wieder lustig. Ich lasse nicht zu, dass wir uns verletzen. Ah. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Mhm. Ich bin hier oben! Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Hilfe! Der hat irgendwie grüne Augen. Aber gut. Was soll's? Helft mir! Okay, das hat er. Aus, als könnte man nicht springen. Und das ist sowieso eine Falle. Ah, Harley. Harley! Sie müssen mir helfen. Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Oh, oh. Das fühlt sich so viel besser. Sie ist ein gutes. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall! Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Danke. Auf den haben wir gewartet. Worauf wartest du? Schneid mich los! Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen.
kryptografischer Sequenzer. Benutzt du Sicherheitssystem? Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Okay. Und was soll ich da einstellen? Ah, okay. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Hä? Aha. Wer ist da drinnen dann? Ah, in der Liste. Schauen wir mal. Nope. Ach doch, da war es gleich. Nee, was nicht. Okay, dann nicht. Gut. Gut, wir gehen wieder nach draußen, so wie es aussieht. Und haben uns jetzt erstmal durch die Leute da durch. So wie es aussieht. Schauen wir mal eben nur nach da oben. Ah. Einfach irgendwie komisch herumdrehen. Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Ja, genau. Kombo. Warum auch nicht? So. Jetzt geht's ab, ne? Okay, wo ist die Ivy? Ach ja, der hat der. Ich hatte sie doch rausgelassen, oder? Hallo? Und vermutlich hier drin, da, ne? Überraschung! Ah, hallo! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Wie du meinst. Nun, jetzt ist es da! Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Okay. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Oh, Scheiße. Immer. Immer zwischendurch. Brauchst du Hilfe, Batman? Nein. Danke. Geht schon. Du wirst. Hey. Bei dir da unten alles okay?
Nein, hat nicht wehgetan. Ich spüre keine Schmerzen. Zwischendurch immer mal einen Batarang schmeißen. Hat noch keinen. Hey! Schießen ist ungut. Ich mag es nicht, wenn er auf mich schießt. Nein. Hey Batman! Sei sanft zu meinen Jungen! Entschuldige. Kleiner Tipp, Jux! War es so leicht, wie es aussah? Hm. Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Das glaubst aber auch nur du. Schätz mich lieber nicht falsch ein. Okay. Geht doch. Kaum Leben mehr, aber wir haben es durchgeschafft. Ach, verdammt. So viel dazu. Vermutlich müssen wir da raus. Verdammt. Was werden wir nicht überleben, das ist das Hauptproblem. Hier links, hier links. Nein, die Tür ist auch zu. Ich hab's gesehen. Verdammt. Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Ach, halt die Klappe. Natürlich. Überraschung. Nochmal von vorne. Weißt du, Batman, ich hab immer... Ihr seid Idioten! Ihr wimmelt's vor Waffen! Brauchst du Hilfe, Batman? Du wirst bluten, Batman! Dein Gesicht wird bluten. Hey, schießen zählt nicht, Junge. Kleiner Tipp, Jungs! Hütet euch vor den Fäusten! Hat das weh getan, Batman? Nope. Hey, Batman! Sei sanft zu meinen Jungs! Jetzt. Das sieht schmerzhaft aus. Und schön rein. Und immer mal zwischendurch einen Batarang schmeißen, dann geht der Schock. Zack. Schlag ihn nochmal. Schlag ihn härter. Ich schlag euch gleich alle härter. Oh ja, das tut es. War es so leicht, wie es aussah? Hm. Naja, es wird nicht. Haben wir schon gesehen.
Ach, ich dachte, es wird deaktiviert. Naja. Okay. Dann da lang. Okay, okay. Harley. Ach. Warte mal, das... Schade. Ah. Jetzt sind wir hier. Da kommen wir, da müssen wir aber durch, Leute. Ich habe noch keine Ahnung, wie, ja, da müssen wir durch, oder? Ja, vielleicht irgendwas zum Sequenzen. Scheint eher schlecht. Ah, oh, cooles Teil. Da ist was. Bingo. Patientenberuhigungssystem deaktiviert. Erinnert ein wenig an... das Zeug aus Doctor Who, also den Sonic Screwdriver aus Doctor Who und die Unendlichkeitsuhr. Wer sich da erinnert. Wo sind sie? Hm, okay. Ruhe ist her. Wow. Er war ja wahnsinnig, wahnsinnig. So, ich nehme an, hier sind wir richtig. Scheint zumindest. Wir schauen uns erst hier rüben um. Okay. Da hängt wer in der Mitte. Da links dürfte die Harley stehen. Ja, das hat man gesehen, ne? Der trottelige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Mhm. Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Intelligent. Hilf uns, bitte! Wow, was für ein nettes Spielzeug du da hast. Kann ich auch eins haben? Halt! Unfair, du betrübst Beth! Zeit, den Druck zu erhöhen! 2 Minuten
läuft. Schnell, schneid mich ab, bevor der Strom wieder angeht. Ach so. Es wird knapp. Ach. 3, 2, 1. Unser Bruce Wayne Green ist abgesteckt. Die Frage ist, kannst du ihn runterholen, bevor er wieder angegriffen wird? Schneid mich ab! Also wirklich Harley. Zeit für mich zu gehen, Fan. Jetzt lass ich das. Denkst du? Oh, jetzt hast du nur noch 30 Sekunden, um rauszukommen. Ciao, ciao. Wir sitzen in der Falle. Sie hat uns mit einer Bombe eingeschlossen. Oh, verdammt. Keine Sekunde zu früh, würde ich mal sagen. Schnell, raus hier! Beweg dich, raus hier! Sofort! Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Genau. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Kein Problem. Ja, ich nehme mal. Was war das, was er benutzt hat? Keine Ahnung. Nee, hier sind wir eindeutig. Harley kann doch nur. Gehen wir nochmal den anderen da kurz nach. Ah, wie schaut's aus? Danke. Kein Problem. Da. Sehr schön. Ja, wusste ich's doch, das ist giftig. Wie kann man denn da rein jetzt, ohne zu sterben? Da ist auch ein Glasding. Versuchen wir es mal hier, unser Glück. Nee, da haben wir jetzt irgendwas deaktiviert. Frag mich nicht, was.
Immer noch ziemlich grün da unten. Oh. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Seest, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Ich glaube nicht. Ach, Leute. Halt. Da haben wir doch was. Wehe, das ist jetzt nur eine Riddler-Trophäe. Toll. Wir müssen da irgendwie rein, Leute. Hä, wo bin ich jetzt? Den haben wir deaktiviert. Gut, versuchen wir es mal da längs. Ja, es wird auch da hinten irgendwo kontrolliert. Leute, wie sollen wir da reinkommen? Scheibe. Wir müssen ja da rein, oder? Wir sollen ja Harley Quinn festnehmen, ne? Oh. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.